Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil Let's Retro. Ups. The Legend of Zelda. Link's Awakening. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo der dritte Tempel ist. Hurra, hurra. Nee, den solltest du. Ja, danke. Das Blöde ist nach dieser Sterbeaktion. Habe ich natürlich immer nur 3 Herzen. Das ist natürlich blöd. Ja. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt wieder an neue Dinge heran, wenn ich mich nicht irre. Oh, schauen wir erstmal. Nein. So. Da kann ich nämlich jetzt rein. So, gucken wir erstmal, was da ist. Da brauche ich den Enterhaken für. Hurra. Na komm. Ey, so. So schnell bin ich überhaupt nicht. So. Das hatten wir gerade schon. So, das geht nicht. Was ist denn hier? Aha. Hallo, ich heiße Geierwalli. Ich verkaufe dir ein Geheimnis, das dich sicher anmachen wird. Zahlst du mir 28 Rubine für mein Geheimnis? Okay, Süße, du hast eine gute Wahl getroffen. Hier, ich gebe dir meine geheime Medizin. Wenn du all deine Herzen leer sind, wirst du mit der Medizin automatisch wieder gesund. Als Geschenk des Hauses werden all deine Herzen aufgefüllt. Das ist natürlich super, wenn ich nachher sterben möchte dann irgendwann. Oha. Ja. Ein Götterhorn. Ja. Fängt es an, wo musste ich hin? Ich glaube, da oben ging es zum 7. Tempel. Bin mir aber gerade nicht sicher. Was steht denn da? Schleimsumpf und Tamarachberg. Tamarenchberg. So. Schauen wir doch mal, was wir da so haben. Irgendwas muss es ja geben. Da geht's zum Windfisch. Hoppala. Na komm, friss. Friss, Struppi. Eine Fee. Moment. Ein Teleporter. Oh, da geht's runter. Stimmt nur mit Schwimmflügeln. Nur von der Gegenseite. Nur mit Enterhaken, nur mit Schwimmflügeln. Super. Müsste gleich wieder hier rauskommen. Ja. Super. Wunderschlüsselloch. Na, was hat das wohl zu bedeuten? Ja, da brauche ich den. Ja, da bin ich noch nicht. Auch nicht lang. Wo sind. Gucken wir jetzt erstmal hier. Wo sind wir denn? Keine Ahnung.
werde wahrscheinlich diese Folge... Ja, genau, ich habe doch den anderen treffen wollen. Einfach mal damit verbringen, hier so ein bisschen zu suchen. So, wo geht's hier hin? Bin mir sicher, hier geht's zum siebten Tempel. Ich bin mir so sicher. Ups. Perfekt. Ich könnte mir gleich mal den Spaten kaufen. Enterhaken, Pegasusstiefel. Ja, ich weiß, dass man den umrennen kann. Na gut. Da komme ich aber auch nicht rüber. Da geht es nur mit dem Enterhaken. Da ist nichts drin. Das heißt, es geht wieder zurück. Jung. Hä? Ich stand doch... Ein Götterhorn. Ja. Jung. Ah. Oh. Bomben. Das erste Mal, dass ich eine Bombe besitze in diesem Spiel. Moment, wo geht's denn hier hoch? Enterhaken. Nöscht. Nöscht. Da geht's zum Herzding, glaube ich, nicht darunter springen. Also durch den Busch. Oh, mein Herz. Gibt's doch nicht. Aha. Ey. Ey, das sind die überhaupt sterblich? Ja. Oh, ein Pfeil. Super. Okay, hier kann ich erstmal nichts tun. Oha. Das sieht doch mal spannend aus. Wie komme ich denn da hin? Vielleicht hier rüber. Ja. Und noch ein Grabstein. So mitten in der Nirgendwo. Sehr suspekt. Da muss man bestimmt... Ja doch. Wie soll ich denn da graben? Ja doch. Steht nichts drauf. Jaha, ich hab nicht zu graben. Bombe. Okay. Okay, dann muss ich jetzt halt erstmal den Spaten kaufen. Ich glaube, den Hund bringe ich noch nicht zurück. Der könnte mir noch nützlich sein. Oh. Oh. Yep.
Oh, was ist denn da wohl drunter? Das weiß man ja auch noch nicht. Wie mysteriös. Hä? Da war irgendwas. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du? Na toll, vielen Dank. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Ja? Nein? Mehr Bomben tragen? Ja, dann kann ich jetzt halt mehr Bomben tragen zur Strafe. Jetzt musst du noch mehr mit der Zeug bitte herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis später. Schön. Ja, cool. Jetzt kann ich mehr Bomben tragen. Hätte mir auch direkt welche geben können, der Blödmann. Naja. Auch gut. Oha. Eine Kiste. Du hast eine Zaubermuschel. Oh. Zaubermuscheln brauche ich, glaube ich, 50 Stück. Für das Schwert Stufe 2. Nur mal so am Rande. Oh Gott, die muss ich auch noch alle sammeln. Wer wollte nochmal 100% run? Und angeln muss ich ja auch noch. Doof. Hallo Shop. Luxusschaufel, 200 Rubine. Ja. Kauf mal ein paar Bomben. Was? Oh, ich habe ja 60 Bomben. Ja, den Bogen. Soll ich ihn klauen oder soll ich ihn nicht klauen? Ich bin ja für nicht klauen. Weil ich sonst wieder nur noch Dieb heiße. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Ah ja, jetzt kann ich mich da oben in die Berge beamen lassen. Da kann ich was bomben. Wenn man da mit einem Pfeil drauf schießt, explodieren die übrigens sofort. Das nützt mir nichts. Oha, die Bienenwabe. Oh nein, das große Tauschgeschäft. Oha. Dafür brauche ich Taren mit dem Stock. So, komm. Bumm. Frage ist, ob ich überhaupt richtig gehe. Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich daran, dass man hier irgendwann mal vorbei musste und ich erinnere mich an... Oh Gott! An alles sehr bruchstückhaft. Oh, ein Teil der Macht. Kanalettschloss. Hoch und dann rechts. Okay. Kanalettschloss. 50 Schritte. Toll. Wo geht's hier hin? Ja. Was bist du? Oh, voll. Was ist das hier? Muschelbazar. Hier muss man, glaube ich, auch irgendwo... Ah, ne, da war sie schon.
Wenn du Punkte gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Ja. Achso. Ja, Mu. Ja. Keine weiteren Fragen. Okay, zum Muschelbasar muss ich aber auch noch nicht. Da kann ich auch noch nicht lang. Moment, warum jetzt? Hier. Halt, da geht's weiter. Kiki! Was? Nein, du sollst mir eine Brücke bauen! Also muss ich den Köter erst zurückbringen. Das gibt's doch nicht. Was habe ich denn heute für ein Pech? Gucken wir erstmal, wo es hier unten hin geht. Wasser, Wasser. In dem Feld war auch irgendwas. Kanalettschloss. Ne, da will ich ja nicht hin. Richards Villa. Oh ne. Entferne er sich doch bitte diese Kreatur aus der Villa. Ich rede nicht mit ihm, solange er diese Unaussprechlichkeit bei sich hatte. Komme er ohne dieses Vieh wieder? Aha. Toll. Oh, dieser Schilderwald, ne? Oh! Schleimschlüsselloch. Hm, was hat das zu bedeuten? Hier ist doch der Spalast. Wie kam ich nur dahin? Da muss ich graben. Ich habe mir ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo das war. Pegasus-Stiefel brauche ich hier. Moment, wohin gibt es denn hier? Das will ich erstmal gerade checken. Na? Aha. So. Hier da schon mal nix. So. Ja. Auch nix. Na toll. Ach, das sieht es schön, ich mag es. Danke, danke, das war so süß von dir, dich um den kleinen Struppi zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Schmatz. Du hast einen Kuss von Madame Miu Miu erhalten. Zufrieden? Nennt mich materialistisch, aber ich hätte etwas mehr erwartet. Was war hier noch? Wie soll ich es sagen? Aber könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Urira ist sehr schüchtern. Ja, ja, mir geht's gut. Und dir? Die Alte gibt mir einen Besen später. Noch ein Shop? Die Yoshi-Puppe. Ja, ja, wie war das nochmal? Mit B geht zur Seite. Mit A nach unten. Was? Warum? Ich hab doch... Wunderkran, ein Spiel 10 Rubine. Zock.
Ja, ist okay. Fuck. Ja, nice. Ich weiß nur nicht mehr, was man damit machen musste. Oh, du hast eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich. Du liebst Yoshi. Ist das so? Ich liebe also Yoshi. Na gut. Du fragst nicht, seit wann wir auf dieser Insel leben? Darum habe ich noch nie nachgedacht. Jo. Geh mal ganz kurz nach hier oben, Grab, Grab und so. So. Irgendwas muss doch hier sein. Bestimmt nur so eine. Oh, wie sind denn hier? So. Boah, die kommen ja mal wieder. Ja, eine Muschel, habe ich mir gedacht. Die findet man ja immer. Kann man bestimmt super Rubies farmen, aber. Oh, ein Teil der Macht. Ja, gut, aber das ist jetzt auch nicht so spannend, ne? So. Gehen wir mal weiter. So, gucken, was der Affe jetzt sagt, wo der Hund weg ist. So. Gott, was mache ich denn da? Also irgendwie muss es hier doch weitergehen. Ich weiß nur nicht wie. Kiki der Affe. Hunger, Kiki, Kiki, Hunger hat. Ja, toll, Kiki. Und? Kennst du Wayne, Kiki? Ich lasse mich mal so langsam ein bisschen droppen. Gucken. Ich weiß halt echt nicht wohin. Na, immerhin. Ah.
Mann! Selbst wenn ich tot bin, stehe ich ja eh nochmal auf durch das Gebräu. Genau. Das ist verdächtig. Das ist verdächtig. Ja, es war verdächtig. War bestimmt mega viel zu kompliziert, aber hä? Naja. Die geht's nicht lang. Das ist doch schon mal cool. Und hier auch nicht. Ja, Mensch. Scheiß die Wand an. Was? Geheimnisse der nahen Erde. Aha. Aha. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Zoodorf. Oha. Pegasus-Stiefel. Ah! Enterhaken. Ah! Da komme ich auch nicht rüber. Ach, Mann. Was ist denn da unter dem Stein? Toll, eine Zaubermuschel. Das gibt's doch nicht. Ja, das gibt's doch einfach nicht. Irgendwie. Was versteckt? Hab ich irgendwas übersehen? Ja, offensichtlich. Irgendwas. Au. 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 Das hat sicher irgendwas mit dem Palast zu tun. Wo geht's nochmal hier lang? Okay, das geht schon mal nicht. Was passiert mir nicht da lang? Oh, da kann ich ja hüpfen. Oha. Das habe ich übersehen. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Da kann ich doch graben. Grab, grab. Da ist bestimmt jetzt irgendwas Tolles. Oder auch einfach nur eine Zaubermuschel. Hi! Du Schlüsselloch.
dass du mir nichts bringst. Hä? Ach so. Richards Villa. Ja, da waren wir doch schon. Er sei gegrüßt. Vermutlich er es mir nicht an, aber er lebt in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von meinen Monstern verzaubert und zwangen mich, Schloss zu verlassen. Ich musste in die Villa fliehen. Aber er möchte den Schlüssel zur Urunga-Steppe. Ich kann ihm helfen für eine kleine Gegenleistung. Er möge mir erst das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flucht verloren habe. Ja, gut. Aber um ehrlich zu sein, es sind genau 5 Blätter und ich will alle. Aber er solle sich eine Schaufel kaufen. Mach er sich nun auf den Weg. Okay. Er sei grüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an, aber ich lebte einst in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von einem Monster verzaubert und zwangen mich, das Schloss zu verzaubern. Ich musste in meine Villa. Ja, doch! Ja, ja. Boah, nein, ne? Muss ich den scheiß Dialog jetzt wieder komplett durch. Oh. Das gibt's doch nicht. Ja, doch. Ja, ich möchte die 5 goldenen Blätter. Aha. Nein. Und wo sollen jetzt diese blöden Blätter sein? Soll ich jetzt jede Scheiße hier umgraben oder was? Oder sollte ich einfach die Schaufel ausgerüstet haben? Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich glaube, die Dinger sind in seinem Garten. Gibt's ja nicht. Naja, solange es ab und zu mal ein Herzchen gibt. Für Umme. Schwere ich mich nicht. So, dann schauen wir doch mal, was er jetzt sagt. Ah.
Ich hab doch nicht. Nein. Ja. Echt bampfig. Ja, wo soll ich denn alles gucken? Kann doch überall sein. Ich habe jetzt keinen Bock, hier noch das Gras wegzuschlagen und jeden einzelnen Pixel hier jetzt durchzusuchen. Ganz ehrlich. Also für so bescheuert kann er mich doch nicht halten, oder? Wo geht's denn hier hin? Okay, dahin geht's nicht weiter. Was sagt denn Tutut? Ja, hier Ulrira. Sag, magst du Bananen? Sprich doch mal wieder mit den Leuten im Möwendorf, klick, tut. Ja, ich mag nicht Bananen, aber der Affe will die scheiß Banane. Merkt man, dass ich langsam ausraste? Nein, ach, gibt's hier zu... Bestimmt da oben. Hm? Was war das denn nochmal? Oh Gott. Oh Gott. Drei Schaden ist aber ganz schön happig, ne? Und das für ein paar Rubine. Serious. Aber nur weil ich da noch nicht durchkomme. Na geilo. Du hast einen Teil der Macht erhalten, spürst du die Energie? So, boah. Da ist wahrscheinlich das, was ich suche, was ich jetzt nicht finden kann, weil ich noch keine Pegasus-Stiefel habe. Toll. Was sagst du mir denn so? Hey, ho, Kumpel, kannst du einen Traumschein? Drin gibt es einen... Ups, ich habe nichts gesagt. Ich bin noch zu jung für sowas. Hallo. Oh, schenkst du meinem Kind den Yoshi bitte? Ja, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Moment. Ich gebe dir das für die Puppe. Du hast Yoshi gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Okay, es beginnt. Das lange Tauschspiel. Ich mache jetzt noch einen Tausch und dann gehe ich mal kurz sterben. Zweckspeicherung. Ich weiß, dass die das haben wollte, glaube ich, für ihren kleinen Köter. Bonjour, mein kleiner Struppi sieht mit seiner Frisur so süß aus. Kleiner Struppi sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus, ja. Kleff. Aber der hatte doch dann so eine Schleife. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes... Ups, diese Schleife. Oh, ich brauche sie sofort. Ich gebe dir dafür auch eine Dose Hundefutter. Freude, hier ist die Dose. Was ist denn mit Hundefutter? Du hast eine Schleife gegen eine Dose Hundefutter getauscht. Na gut, wo die jetzt hin muss, weiß ich jetzt gerade nicht. Muss ich mal überlegen, ich weiß jetzt echt nicht. Ich gehe mal kurz sterben. Oder geht das inzwischen?
Wie geht das denn? Start Select? Nee. Kann man denn da nochmal hin? Ich weiß es nicht. Irgendwie konnte man doch hier so kurz speichern, aber wie das geht, weiß ich nicht mehr. Deswegen, also, beziehungsweise es geht hier anscheinend auf dem Emulator nicht, deswegen töte mich. Könnte eigentlich ein Traumpalast, das geht viel schneller. Naja, egal. Ja, und tot. Perfekt, wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Let's Retro. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Lange Folge heute, aber ich denke, ihr werdet trotzdem Spaß haben. Bis denn dann. Tschüss. Oder nehmen wir hier mal, ne? Bis später. Tschüss.